lustig reden wollte. Ich meine, ich bin ja schon weit rumgekommen in meinem Leben. Und mir auch nicht gerade etwas um, oder? Aber wenn ich als Poet und eher introvertierter Typ dann amigs wieder so einsam in so einem sterilen Schallplattenstudio gelandet bin, rundum nichts als die Heines von der Technik und ein paar von diesen Blutzuger von Produzenten und Studiomusikern, oder? Dann packt mir halt amigs wieder den Ego-Blues. Dann muss ich einfach wieder mal sagen, wie das mit mir eigentlich angefangen hat. Oder Ehrenwort. Ich bin noch grün in der Tenoren und knapp 15 gsi. Kommt mal der Papa in mein Zimmer und spricht: Sohn, es muss sein. Los, du musst etwas lernen. Nur so Fensterrank. Am besten machst du KV auf der Bank. Jeder zahlt die Sicherheit, in der Krise den Lohn. Oder könntest du auch zu der Post, die haben eine gute Pension. Oder Lehrer werden, wenn der alles andere abverheilt. Und dann hat er endlich aufgebraucht und dann habe ich gesagt: Okay, Häuptling, nimm Platz und sprich dich aus. Aber komm nicht mit Stift, sonst pack mit der Blues. Nein, jeder Wortbus, ich bin für die Bühne geboren. Wenn du jetzt meins machst, geht dem Vaterland das Denkmal verloren. Leider hat er nicht so recht begriffen, was das heisst. Darum habe ich Gitarre genommen und bin verreist. Habe der Mutter in einem Brief ein paar Worte hinterlassen und bin richtig City ab, auf und davon. Nein, lass doch eher ein Wort. Ich bin doch sonst bescheiden, aber man muss der Mensch sich auch für sich entscheiden. Max, hab ich gesagt zu mir. Max, Max, Max. Stadt ins Niederdorf, zuerst einmal ein bisschen gesehen. Hat mich schaurig aufgestellt, so die Riesenstadt und ich. Und dann hat mich selber zwischen die Lust und Laster fast verloren. Hat ein Bläuschen für mich gespielt und bin quasi neu geboren. Hat dann gesungen auf der Straße und hat gehofft, es würde mich bereichen. Und dass mich einer würde entdecken, doch dann ist es zu seichen. Und hat gesagt und gesagt, und so ein Seich. Ich bin dann gelandet, total nass in einer schummrigen Bar. Hab an einem besoffenen Depp erzählt, ich sei quasi fast ein Star. Der Guy war Produzent bei der Music Swiss & Co. Ich soll am anderen Tag kurz auf sein Büro kommen. Gesagt, getan, am anderen Tag bin ich dann dort erschienen. Bescheiden, wenn ich mich kurz klopft und dann rein. Hab Gitarren auspackt und den Blues angesingen. Und schon meint er, in der Schweiz könntest du das nicht bringen. So eher gemütlich aus dem Leben gegriffen müsste das sein. So auf Berner Chanson fahre ich das den Leuten Menschen ein. Und dann hat er gar kurz vorgemacht, wie das etwa müsste tun. Ist eine ihr Blumper, er geht auf den Schwanen. Und wenn er noch nicht gestorben ist, dann ist er heute noch dran. Max, habe ich zu mir gesagt, warum bist du eigentlich noch da? Die ganze Schweiz ist für Musiker eine tödliche Provinz. Krampfen wie jenen und zahlen tun's mit Münz. Nein, lass doch Ehrenwort, ich mein, ich bin ja sonst wirklich bescheiden, oder? Also, ja, nein, komm, also, doch auf Ehrenwort. Autostopp auf Hamburg, dort danach auch total stier. Hat nicht mal gelangen für eine Zigarette und ein Bier. Hab mich als Sänger dort beworben in der Haifischbar. Sie haben mich genommen als zweiter Gitarrist vom Seemannsliederstar. So voll auf Junge kam bald wieder La Paloma jede Nacht. Nach dem zweiten Zapfen habe ich dann Kurven gemacht. Bin mit 12 Pack Knäckebrot und 8 grossen Flaschen Bier aufs nächste Amerikaschiff als blinder Passagier.
Ist nicht bequem gsi auf dem Schiff, doch passabel zur Not. Unter anderem grossen Blachen im Rettungsboot. Unter dem Tag habe ich die ganze Zeit kein Müchsli gemacht. Selb war immer schaurig hart gsi, doch dafür habe ich dann die Nacht in den Sternenhimmel aufgeschaut. Mit der Gitarre im Arm, ich weiss nicht, ob ich das verstehe. Doch mir gibt das seelisch warm, wie eine Frau irgendwie. Ohne das wär ich verreckt, total lässig, doch dann haben sie mich entdeckt. Am 12. Tag war es, hab glaubt's Lou gesungen im Traum. Ist ein Matros runtergekommen, so ein richtiger Baum, gut 2 Meter hoch und ziemlich breit. Hat mich gepackt und übers Deck geschleift und dem Chef vor die Tür gekehrt. Hab mich überhaupt nicht gewertet. Ist doch primitiv, lass dem Gorilla die Banane. Hey Captain, hat er gerufen, blind ein Patati am Bad. Und von dir hat es gedacht, los, werf ihn über Bad. Und schon hat er mich gepackt mit einem glücklichen Lachen und mich gefragt, ob er mir noch das letzte Freude könnte machen. Hab sofort Gitarren ausgepackt und den Blick auf weite See und voll auf Junge, kam bald wieder la Paloma, ole. So total auf Feeling und Highway und so. Das ist im ganzen Personal das grosse Heulen gekommen. Total aufgelöst in den Tränen hat der Captain zum Gorilla gesagt: Komm, mach uns am Gast eine Suite bereit. So mit Blick aufs Meer und Gruppi und so, so bin ich doch noch trocken auf Amerika gekommen. Oh nein, los, Ehrenwort, ich bin doch sonst bescheiden, aber einmal muss der Mensch sich auch für sich entscheiden. Max, hab ich gesagt zu mir, los, Max, Amerika, oder? Jetzt musst du aber an die Säcke, Ehrenwort, oder? New York ist total extrem, aber enorm viel los. Schon die Häuser sind dort hin, Gopfen, Dami, Hure gross. Nein, los mal, alles so gross. Und ich so klein. Am 5. Tag schon ist mein Selbstvertrauen nie mehr gsi. Total deprimiert, so auf der City Blues. Bin ich schnurstracks ins nächste Warenhaus. Für mein Licht lädiert Diego ein Cowboy-Dress geholt. So mit Sheriff-Stern und Wasserspitzpistole. Mit neuem Selbstvertrauen, irgendwie total frei, bin ich in Süden Richtung Nashville, Tennessee. Bin dann dort mit meinem Dress schon immer ganz der Einzige. Hab will kurz bei der berühmten Tennessee Bar vorbei. Ja, mich früher vor dem Christbaum bin ich gestanden, es ist wahr. Bei dieser grossen Leuchtschrift an der Tennessee Bar. Here plays Johnny Cash every night. Max hat ich zu mir gesagt, die Knelle is alright. Bin grad zum Hintereingang ein, Richtung Büro vom Boss. Schon im Zimmer von der Sekretärin wie ein Mähl ist los. So nichts als Marmor und Polster und Quadrophonie. Plötzlich kann ich's wollen wissen und drum bin ich grad voll drauf los. Baby, I love you, if you will. But bring me zuerst den Boss, I am Swiss Buffalo Bill. Ein kurzer Turn mit der Wasserspritzpistole und die Griten ist verstört, vereist der Boss geholt. Der Boss ist total gestanden auf meinem Blues. Und er gemeint, ich müsse Chancen haben in seinem Haus. Doch dem Johnny sein Vertrag, der sei erst in 5 Tagen vorbei. Und dem Vater Elvis Presley für eine Woche ein. Und dann der Bobby Dylan, nochmal für eine Woche. Doch zum Tellerwaschen könnt ihr momentan noch einen brauchen. Okay, hab ich ihm gesagt, immerhin bist du bei den Stangen. Auch der Dylan hat mal neu in der Küche angefangen. Hab wie vergiftet Teller gewaschen für $5 am Tag. Und dann die Nacht für mich gesungen und gehofft auf einen Vertrag. Doch am 5. Tag schon ist dann meine grosse Chance gekommen. Total nervös und kreidebleich ist zumal der Boss in die Küche gekommen. Er müsse sofort einen auf der Bühne haben. Hab gerade 50 Dessertteller zwischen den Händen und Kini gehabt.
Elvis hege einen Kollaps und lieg bewusstlos total flach. Ich müsste singen, sonst macht es im Saal unter Krach. Okay, 50 Teller fliegen gefurzt, sind es schliesslich nicht meine. Und bevor es noch richtig tätscht hat, ist der Max auf der Bühne. Durch den Spalt im Vorhang habe ich gesehen, wer alles wegen mir ist gekommen. Im ersten Glied der Produzent von Polydor und Co. An der Wand von CBS. Der Plattenproduzent und der Boss vom Fernsehen habe ich aus der Zeitung kennt. Und dann hat er mich kurz angekündigt, ich gehe cool ans Mikrofon. Und bin voll dabei schon am ersten Ton. Fang total gut und fein mein bester Blues anfangen spielen. Schon beim zweiten Tag sind sie ruhig wie in einer Kirche. Dann beim Refrain sind die ersten Ladies Tränen gekommen. Und auch der Boss vom TV hat es noch der Lampe für ihn genommen. Kleider haben sie mir fast vom Leib gerupft, ist schon beinahe peinlich geworden. Wenn etwas gut ist, haben die ja mein leichter Hang zum Überboden. Alle haben sie mir wollen kaufen, ihr Wort übertrieben. Hat dann beim Elvis seine Firma unterschrieben. Nein, los doch ihr Wort, ich meine, ich bin ja sonst bescheiden. Aber muss der Mensch sich auch für sich entscheiden. Max hat nicht gesagt zu mir. Max, Max, Max. Zuerst haben wir Fernsehen gemacht. Dann mit dem Elvis auf Tournee. Doch mit meinem Gespänli hat's dann ziemlich bald schon Lampen gegeben. Ich mein, es ist klar, dass du einen Revolver brauchst in diesem Land, oder? Doch selten einen knallt dann jeden Abend, wenn er besoffen ist, damit in der Stube umeinander, oder? Hört eines Morgens, hab ich gesagt zum Boss, los Boss, es muss sein. Entweder schickst du meinen grossen kranken Brüder oder den Gang ein. Der Typ wird langsam einfach mit seinem Cowboy-Fimmel. Ich mein, ich wollte schon hoch raus, aber nicht direkt in den Himmel. Der Boss hat geschaltet und meinem Sparringpartner die Lohntüte gegeben. Und ich bin solo weitergezogen für den Rest der Tournee. Zu grosser Zufriedenheit vom Boss jetzt fast doppelt zum Wurben. Der Elvis seinerseits hat Konsequenzen gezogen und ist gestorben. Wegen diese Brüder weiter, jeden Tag eine andere Stadt. So frisch zur Schule aus ist das für einen jungen Busch ganz sicher glatt. So jeden Abend noch jemand anders vor 5000 Leuten. Doch auf die Länge Ehrenwort ist das einfach nichts. Ich meine, wenn wir so umschauen bei den Kameraden, oder, die auch musizieren, oder, was die noch so fertig bringt. Oder. Der Dylan zum Beispiel spielt seit 10 Jahren das Gleiche. Der Cash ist bei den jungen Christen und der Elvis bleibt, bevor es losgeht, in der grossen schwarzen Kiste. Irgendwie gehst du mit dem grossen Geld dir selber verloren. Max, hab ich zu mir gesagt, du bist für Grösses geboren. Bin dann kurz in mich gegangen, manchmal muss das einfach sein. Bin dann wieder aus mir rausgekommen, irgendwie total frei. Glasklar mein Lebensweg vor Augen, fest entschlossen zu tun. Nicht für mich, sondern für die Menschheit parat. Ich mein, so vor 10'000 Leuten auftreten ist wie gesagt nicht nichts. Doch das Allergrösste ist doch Kunst für die kleinen Leute. Kleine Bühne mit der Kunst, die jedes Bützerquartier dringen. Von Ort zu Ort ein Lückchen Licht, ihr düster Leben singen. Los nicht fürs Geld, sondern fürs Glück vom ahnungslosen Publikum. Weisst wie der Jesus irgendwie, einfach ohne Christentum. Frisches Wasser in eine kulturelle Wüste rauslassen. So bin ich zurück in die Schweiz und über die hochempfindliche PVC-Scheibe heute sogar zu dir in deine Bauernstuben hineinkommen, oder nein, ich meine Ehrenwort.